So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Nachdem wir drei Folgen Isaac mal wieder zwischendurch hatten. Was ich vielleicht auch jetzt öfter mal wieder mal gucken. Bin wieder ein bisschen im Isaac-Fieber gelandet. Ja, wir machen ab jetzt erstmal wieder weiter mit Hyrule Warriors. Und ich glaube, wir haben einige neue Missionen zu machen. Oh, ich glaube, da war noch einiges, was aussteht. Ja, da ist ganz, ganz viel. Gelb. Da zum Beispiel. Oh, Mipha ist nicht stark genug. Aber es wäre für Mipha eine Mission. Sollen wir Mipha erstmal kurz leveln? Zu Mipha. Ach nee, das ist für Sidon. Das ist für Sidon. Oder kann ich auswählen? Warte mal, wir gucken mal rein. Kann ich auch jemand anders aus? Ich kann nur Sidon spielen. Oh. Na gut, dann gehen wir mal kurz Sidon leveln. Jo. Oh, Mipha wäre selber überhaupt nicht stark genug. Oha, oha, oha. Ja gut, kostet jetzt ja nicht so mega viel. Dann gehen wir aber gleich auf 50. Dann gehen wir ein bisschen weiter, als was man braucht. So, dann gucken wir gleich mal, ob ich seine Waffe auch leveln kann. Also, Zeremonienlanze scheint so mit das Stärkste aktuell zu sein. Die anderen sind normal, Schuppenlanze. Und dann haben wir hier noch Fischerharpune. Okay, da ist die Angriffsreichweite mit drauf. Schaden durch Gegner. Ich muss jetzt so ein bisschen darüber überlegen, wie ich das kombiniere. Plus 6% Schaden bei vollen Herzen. Erhöhter Verkaufswert brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das würde ich mit drauf nehmen. Schaden durch starke Angriffe plus 4%. Das würde ich auch mit drauf nehmen. Okay. Dann kombinieren wir mal. So. Du wirst kombiniert mit dem. Wirst kombiniert mit. Ach, jetzt kann ich andere Sachen gar nicht drauf leveln. Hä? Ich dachte, da kommen dann die anderen Sachen dazu. Und dann erstmal das Ding. Wann kommt dann eine weitere? Wahrscheinlich bei einer weiteren Stufe. Ah, wahrscheinlich, wenn die Stufe weitergeht. Okay. Da muss ich jetzt. Ah, jetzt muss ich aber dann überlegen, welche. Also die kann auf jeden Fall weg. Ach da, jetzt kommt die Angriffsreichweite mit drauf. Okay, sehr gut. Ja gut, dann machen wir es so. Ja. Okay, und dann können die restlichen Dinger auch noch reinkombiniert werden. Die reißen es dann auch nicht mehr raus. Okay, super. An der Stelle muss ich ganz kurz eine Sache nachschauen. Ich kann jetzt ja einzelne Effekte von den Waffen runternehmen. Ich wollte mal gucken, ob mein Master Schwert... einen Perk hat, der völlig nutzlos ist. Ja. Es ist halt echt erhöhter Verkaufswert drauf. Oh, Counter, du hattest recht. Es ist halt echt erhöhter Verkaufswert drauf. Was ist das denn? Warum? Warum zeigt es hier manche Sachen nicht an? Ach so, weil da nichts drauf ist. Es geht ja hier... Okay. Also einmal erhöhter Verkaufswert entfernen, bitte. Das ist... das ist ja kompletter Müll. So. Ach so. Kann ich gar nicht 20 von den Bananen einfach nehmen? Es müssen doch. Okay, es muss einfach 20 von Obst sein. Ah, es müssen nicht 20 spezielle. Es müssen einfach 20 von der Sorte sein. 20 Pilze. Z
20 Fleisch. Das war jetzt... Ach so, okay, der geht dann schon auf, okay. Der geht dann schon auf, okay, verstanden. 20 Monster-Dingens-Viecher. Ach nee, 30 sind's und 100. Ja, die Bockblind-Urkunden haben wir ein paar, würde ich sagen. Okay. Darf ich es jetzt runternehmen? Ja. Danke. Weil dann kann man natürlich dem Masterschwert einen besseren Effekt geben als erhöhter Verkaufswert. Das würde Sinn ergeben, ne? Ganz merkwürdig. Okay. So, Effekte durch die Element, durch das Element Eis reduziert. 2% Schaden bei vollen Herzen wäre eigentlich eine ganz coole Sache, weil es ja eh diesen Strahleffekt hat. Schaden durch normale Angriffe plus 7% wäre aber auch nice, vor allem weil das mir meine Spezialangriffe nochmal anhebt. Yo. Yo. Das Zora-Schwert ist ja göttlich, was das angeht. Das Zora-Schwert wäre großartig. Wir gehen mal kurz durch, was wir noch so haben. Angriffsreichweite plus 8%, okay. Schaden in der Luft. 11%ige Chance auf automatisches Blocken. ...2% Schaden nach 100 besiegten Gegnern. Durch starke Angriffe plus 3%. Regeneration. Angriffsreichweite. Nee, ich würde sagen, das mit dem Zora-Schwert war schon am besten, ne? Würde ich fast behaupten. Okay. Alles andere jetzt hier weiter mit reinzuleveln, erscheint mir nicht sinnvoll, weil nichts mit EP-Zeug dabei ist. Ne? Das scheint mir nicht wirklich sinnvoll. Wir machen jetzt erstmal nur das rein, wegen dem Effekt. Jawohl. Sehr nice. Dann haben wir jetzt ein besseres Masterschwert auch noch. Prima. Habe ich woanders auch komische Perks drin? Nein, Schaden in der Luft, Schaden durch starke Angriffe, Schaden gegen hochgeschleuderte Gegner. Okay. Das kann so bleiben. Monsterteile plus 5%, 200 Zahlen. Ja, das kann auch bleiben. Aber sowas wie erhöhter Verkaufswert, das kann halt raus. Wenn ich sowas hätte, das wäre kompletter Müll. Das ist auch okay. Auch in Ordnung. Auch okay. Ja. Ah, da haben wir jetzt noch gar nichts reingelevelt, ne? Gerudo-Zaumzeug und Schatzzaumzeug. Da haben wir aber auch noch keine spezielle. Ach, Sternenlicht. Ach so, Schatzzaumzeug. Doch, Schatzzaumzeug ist das Spezielle. Komm, da leveln wir die auch mal kurz rein. Was haben wir zur Auswahl? Spezialangriffsleisten, Regeneration plus 3%. Ja, dann machen wir das so. Gut. Ab dafür. So, dann. Und den haben wir noch gar nicht gemacht. Dann machen wir den auch mal schnell. Normale Angriffe, Spezialangriffsleisten plus 6%. Machen wir es mal den hier. So. Ach so, eine wirklich spezielle Waffe hat der jetzt auch noch nicht, ne? Muss man mal dazu sagen.
greift einfach mit Felsenfilets an. So, was ist falsch bei dir? Okay. Das ist auch okay. Ja, das ist an sich auch okay, aber wir setzen mal kurz das hier ein, weil ich weiß nicht, warum das andere da drin ist, keine Ahnung. Hat für mich jetzt nicht den Sinn ergeben. So, ab dafür. Okay, so, genug gelevelt und Kram gemacht, jetzt gehen wir in die Mission zu Mipha, die ja eh nur Sidon betrifft, also keine Ahnung, warum ich jetzt da so rumgewurschtelt habe. Auf geht's. Auf zu Mipha. Erstmal 10 Minuten lang jetzt hier Effekte entfernt und zugefügt und Zeug. Aber das Masterschwert mit Verkaufswert, oh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich verkaufe ich mein Masterschwert. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. Tappa, 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 tappa. So, jetzt schießen wir hier aber durch die Mission durch. Ah, ich habe nicht geguckt, ob es eine Trolle gibt, aber es wird schon keine geben. Yeah! Aufgepasst! Ja! Hey, wo ist meine Truhe? Ein Tor hat sich geschlossen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal rein hier. Die ganze Sache ist ja cool bei Sidon, aber na. Er selbst spielt sich halt irgendwie. Weiß nicht. Ich hab irgendwie spielen sich die anderen normaler. Die ganzen neuen Charaktere sind doch nicht so. Weiß man nicht so ganz, was man da sagt. Und ab dafür. Hält euch! Das hat man ja schon mal. So. Wo muss ich jetzt hin, Mensch? Ich meine, warum zeigt es den. Achso, begib dich zum Dorf der Zoras. Ach so. Ja, dann auf. Jetzt taucht hier einfach vor meinem Gesicht ein blauer Leune auf. Bin ich veralbern. Vermeide einen Kampf gegen den blauen Leunen. Ach so. Dann mache ich das doch. Ja, sorry, ich soll nicht gegen dich kämpfen. Aufgepasst! Ich aber auch. Alter! Der Typ, ne? Au! Ich werde hier nicht! Ich auch nicht. Seht, wozu ich fähig bin! Okay. Keine Gnade! Spitze! Hey! Komm hier nicht durch! Hopp, an. Also ich soll gegen den Leunen nicht kämpfen. Das war knapp. Aber hier komme ich nicht durch. Ihr seid mir weg! Macht euch bereit! Ja! Halt! Stopp! Na? Muss ich mehr wissen? Ist jetzt das Tor offen? Verschwindet! Sehr gut, der Sieg ist mein! Ja. Besiege die Gegner in der Nähe des Zora-Hauptmannes.
Er wollte mich veralbern. Hab ich. Und jetzt? Bis jetzt das Tor da hinten auf wahrscheinlich immer noch. Dann gehen wir halt hier rum. Nimm dies! Okay. Wahrscheinlich muss dieser Hauptmann zum Zoradorf gebracht werden. Das ist so eine Escort-Mission wahrscheinlich. Ich habe das falsch interpretiert. Deswegen zeigt sie ihn auch die ganze Zeit auf der Karte an. Ja, wo hält er sich denn jetzt auf? Komm ran hier jetzt. Deswegen ist auch seine Energieleiste drunter. Ups. Ja, okay. Ein Tor hat sich geschlossen. Oh! Genau so! So macht man das, oder? Ja, genau so macht man das. Ich habe ja gar keine Pfeile. Das war die falsche Taste. Nee, eben nicht so. So macht man das, oder? Nee, eigentlich nicht. Seht, wozu ich fähig bin! So macht man das. Keine Gnade! Oh, es ist dumm, wenn man keinen Pfeil hat. Seht, wozu ich fähig bin! Keine Gnade! Oh, die Dings vom dem Hauptmann gefällt mir gar nicht, ne? Aua. Aua. Gut Abflug. Wir haben es geschafft. So sieht's aus. Seine Energie ist halt scheiße, weil ich das nicht beachtet habe. Dass ich ihn eskortieren muss. Ja gut. Ist passiert. Ihr seid mir weg! Halt warten, bis
kämpf halt nicht immer gleich. Ich meine, ich bin noch da. Du musst doch nicht kämpfen. Du verlierst Energie, Kollege. Oh nein, da drüben gibt's den nächsten Mist. Yo, Abflug. Wir kämpfen nicht gegen den. Wir kämpfen gegen den. Aufgepasst! Besiege den blauen Leuen, jetzt kämpfen wir gegen den. Toll. Ja, das wird nichts mehr jetzt. Meine Geschichte hier. Ich werde hier nicht. Meine Kraft schwindet. Ich wollte gerade noch die Energie einsetzen. Ach, Käse. Wir haben es geschafft. Oh, falsche Richtung. Gott, ich habe keine Lust, mit dem gegen den Leunen zu kämpfen, ne? Ach, Schande. Ja, hey. Der spielt sich so schwerfällig, der braucht immer 3 Jahre, bis er wieder reagiert. So, auf zum Leunen. Hurra. Was? Hey. Ich bin ja dabei. Hilfe. Au. Okay, ab dafür. Gott, das wird heavy, den zu besiegen. Ah, Mann! Das Problem ist halt, ich kann nicht zu weit ausweichen. Aufgepasst! Weil ja... Ja, fuck, ey. Weil ja... Ah! Der Typ die ganze Zeit mit reinkämpft und dann... Bruder. Ja. Hey. Ja. Ja. Komplett getroffen. Die Verstärkung wurde von Mifal... Okay. Aufgepasst. Ja. Wir sind nicht mehr alleine. Aua! Jetzt den ersten Schlag zumindest mal rein, jawohl. Uff. Hey, seht, wozu ich fähig bin! Keine Gnade! Alter! Nice. Da fehlt nicht mehr viel. Wir machen jetzt hier keine Faxen mehr. Durchhalten! Au! Ich bleibe hier!
Yes! Okay. Ah, solche die Zauberdinger sind in solchen Fällen echt gut. Ah, das war die Mission. Okay. Ich dachte, ich muss ins Dorf runter. Der 9 ist der letzte Teil gewesen. Oh, Gott, doch, Gott, doch, Gott, doch, Gott. Das war eine Mission. Also, wenn ich mal wieder einen 9 besiegen muss, weiß ich, wo ich nicht hingehe. Yikes, ey. Yikes. Okay. So. Damit hat sich das erledigt. Hier fehlen jetzt noch Rüstkürbisse. Die kann ich kaufen. Ah, my way, die kann ich kaufen. Und zwar aktuell nirgends. Ah, nee, es sind keine Rüstkürbisse. Das sind so Bärendinger. Aber ich kann die hier auch jetzt aktuell nicht kaufen. Na gut, dann ist es halt so. Man kann ja nicht immer alles kaufen. Da fehlen immer noch... Ey, haben wir jetzt nicht... wir haben nicht genug von den Fledermaus-Dingern besiegt in dem anderen Level. Das ist ja doof. Na gut. Was so ist, ist halt so. Da ist eine Mission. Ah, das ist jetzt... Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich so ähnlich wie die Mission gerade, nur jetzt eben mit Dings Ryu. Oder Riju. Ja, ich kann nur mit Riju kämpfen. Ja, die level ich jetzt nicht. Komm, auf geht's. Wir spielen einfach eine Runde. Eieieiei. Ach, ich habe wieder nicht nach Krox geguckt. Ich muss bei Sidon auch nochmal nachgucken, ob da ein Krox irgendwo war. Ich hoffe nicht, weil ich will das eigentlich nicht nochmal spielen. Durchaus. Durchaus. Was ein Start. Da schleut man doch erstmal vor Freude Dings durch die Gegend. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Wie aufdringlich! Ich spüre die Macht in mir! Los, Patricia! Ach ja, Patricia heißt sie. Auf dem Weg! Alles klar. Wagt ihr es, mich zu verspotten? Was ist eigentlich die Mission? Ach da, Gegner besiegen für 100, okay. Ich weiß gar nicht, ob der dann dazugehört, also ob ich alle besiegen muss. Oder ob es reicht, die anderen zu besiegen. Es sind einfach mehr wie 400. Sieg ist super. Was? Der ist auch wieder da. Oh Gott, nee. Alter, wohin willst du denn, du komisches Ding? Kämpf doch einfach dahin, wo ich zeige. Holy shit. Kommt nicht klar, ne?
Okay, super. Ich raff halt überhaupt nicht, wie man... Also ich finde die so komisch, die neuen Charaktere. Ich spüre die Macht in mir. Wo ist denn jetzt? Da merke ich noch nichts von. Also irgendwie kann ich gerade in diesem Modus bleiben und mache ihm Damage. Zwar ohne, dass er mir Damage macht. Aber ich habe halt keine Zeit für so einen Quatsch eigentlich, ne? Keine Widerrede. Das ist euer Ende. Mann! Patricia! Ich kann nicht ausweichen. Patricia! Alter. Verabschiedet euch. Ja, ebenso. Ein Debakel. Aha. Oh Gott, die Mission werde ich... Ach Gott, nee. Also das sind so Missionen, ne, die will man eigentlich einfach nur weg haben. Umso schlimmer, wenn die jetzt nicht funktionieren würde. Hälfte haben wir. Nach in etwa der Hälfte der Zeit haben wir dann auch die Hälfte besiegt. Toll. Okay, aber diesen Dash bleibt es besser. Diesen Dash bleiben ist deutlich besser. Los, Patricia! Auf dem Weg! Das ist der andere, den wollte ich eigentlich nicht auslösen. Na, ist egal. Los, Patricia! Auf dem Weg! So, weg mit dir. Eine wahre Gerüche verliert nie! Zum Schluss kommt wahrscheinlich noch mal Super oder was? Oh je. Ah, da drüben ist eine ganze Menge. Die Macht in mir.
300 Hammer. Road to 400 geht los. Sehr schön. Gleich noch mal eins hinterher. Los, Patricia! Auf dem Weg! Eine wahre Gerudo verliert nie! Okay. Sieht doch soweit gut aus, zeittechnisch, ne? Zack. Aber Super müsste halt dann nochmal auftauchen, fürchte ich. Hey. Gleich haben wir die 400 voll. Ich hoffe, dann ist die Mission zu Ende und ich muss nicht noch Super bekämpfen. Und... Ah, scheiße, das war klar. Natürlich ist er zurückgekehrt. Los, Patricia! Auf den Weg! Hey, wieso hat es nicht funktioniert? Hallo, Attackenhagel. Naja, das funktioniert überhaupt nicht. Meine Nerven, was ist denn das jetzt wieder hier? Au. Alter. Mit der Kraft des Eises. Yo, bist du wahnsinnig? Was bist du für ein Typ? Alter! Okay, wir machen es anders. Alter. Wie aufdringlich. Arsch, kann ich dir leiden. Was zur Hölle? Ich lade jetzt erstmal das A wieder auf an den Gegnern, die noch übrig sind. So viel sind es allerdings leider gar nicht. Hab ich ihn jetzt erwischt? Dass die dann immer abheben muss. Ich sehe nichts, Mann. Alter. Ich hab kein... Spür die Kälte! Die anderen... Ah, nee! Los, Patricia! Ich hab jetzt wieder einen falschen anvisiert, ne? Auf dem Weg! Eine wahre Gerudo verliert nie! Mit dieser Bombe! Hey. Im Moment pustet er super mich weg. Lange halte ich das nicht mehr. Ja, ich sehe das. Wir hauen das mal ab. Ich brauche eine A-Attacke. Ich brauche eine A-Attacke. Und Energie. Ich brauche irgendwoher Energie. Hilfe.
aber nichts mehr. Ich krieg hier keine Energie mehr her, ne? Ich krieg hier nichts mehr her. Ah! Mann! Wie machen wir das denn jetzt? Scheiße. Ich müsste mit so einer. Ja, jetzt kommen sie alle an. Ja. Jetzt kommen sie alle an. Ich muss mit so einem Zauber muss ich reingehen, glaube ich. Das tut mir alles nix. Das tut mir alles nix. Die klein zu kriegen, bringt mir nix. Ich lade überhaupt nichts auf, effektiv. Scheiße. Die porten sich halt her, das ist das Problem. Die porten sich gleich her. Kommt da direkt Super? Nein, da kommt erst der Jägeroffizier. Dahinter ist Super. Da ist Super, das ist jetzt Super. Ja! Oh Gott! Das war sau knapp. Oh. Alter. Alter. Das, ja. Gut. Es wird ein bisschen schwieriger, hat man den Eindruck. Vor allem mit solchen Charakteren, mit denen man nicht umgehen kann. Ah. Ich habe sicherlich den Charakter völlig falsch eingesetzt. Das ist mir ziemlich bewusst. Aber puh. So, das war das. Können wir jetzt gerade irgendwo irgendwas kaufen, was wir brauchen? Zusätzlich. Eskorte für den Ornibus. Gerade nicht. Da kann man was kaufen. Jawohl, die Maxi-Rübe hat er dabei. Alle ab dafür. Reichen die oder brauche ich noch mehr? Ah, es reicht. Waruta wird stärker. Toll! Die Zeit zwischen Angriffen mit einem Eislanzen-Bombardement ist reduziert. Toll. Da freuen wir uns doch. Ah ja, das Tanzfestival haben wir hier auch noch. Ah, hier kann ich leveln. Ah, das war die Leune-Geschichte, ja, richtig. Hurra! Ich bin stärker geworden! Richtig. Boah, ey, ne? Also hier sind recht viele kleine Missionen. Ach so, ja, okay, Feuer-Spezialtraining schwer, haben wir auch noch nicht gemacht, stimmt. Es sind noch einige Missionen, kleine Missionen übrig. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir die nächsten großen Missionen reingehen. Das ist aber, wie gesagt, das ist voll okay. Aber das jetzt gerade waren zwei Missionen. Uff. Da, ne? Hat man ein bisschen zu kämpfen dann. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Wir machen nächstes Mal weiter. Mit den weiteren kleinen Missionen. Und gucken mal, was wir noch so alles zu tun haben. Tschüss.